Ich möchte jetzt unseren nächsten Vortragenden vorstellen, Dr. Lutz Spandau von der Allianz Umweltstiftung, der über viele Jahre an der TU war, am Lehrstuhl von Herrn Haber und sich mit der Deepform, so heißt es, haben wir gestern gelernt, beschäftigt hat, mit der Funktion von Landschaften, wie man sie erkennt, und der Gestaltung von diesen Landschaften. Ich möchte ihn kurz vorstellen, wurde geboren in Singen, hat das Abitur in Wetzlar gemacht, hat dann nur 10 Monate eine Ausbildung in der Baumschule absolviert, um dann von 1978 bis 1983 Landespflege an der TU München zu studieren. Und er hat dann danach eine Assistentenstelle gehabt. Er hat ein Projekt koordiniert, Ökosystemforschung Berchtesgaden. Auch davon war gestern schon die Rede. Hat da eben als Teilprojektleiter viele andere Gruppen koordiniert. Und hat sich eben mit der Entwicklung von Methoden zur Umweltverträglichkeitsprüfung und so weiter beschäftigt, also wie wir quasi Landschaft tatsächlich praktisch gestalten können. Und 1991 ist er dann direkt in den Vorstand der Allianz Umweltstiftung gewechselt, ist seitdem verantwortlich für die inhaltliche Konzeption von diesen Umsetzungsprojekten, ist also ganz dicht dran an der Gestaltung unserer Landschaft. Und nicht nur in der Umweltstiftung, sondern auch in den Gremien von einigen anderen Stiftungen ist er tätig. Er war Mitglied im Hochschulrat von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf von 2008 bis 2012 und hat auch verschiedene Preise bekommen für sein Umweltengagement. Und heute wird er eben mit dem kurzen Titel Landschaft 2056 sich eben über die zukünftigen Funktionen der Landschaft Gedanken machen und wie wir das in den nächsten 40 Jahren machen werden. Vielen Dank. Lieber Herr Weißer, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist in der Tat für mich sowas wie nach Hause kommen. Ja, viele wissen ja, dass ich Zwangs-Berliner bin, weil unsere Stiftung ihren Sitz von München nach Berlin verlegt wurde. Und am Anfang fand ich das ganz toll. Und jetzt gibt es für mich nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen. Deswegen, lieber Udo, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch an dich und auch an Stefan für die Wertschätzung, die ihr unserer Umweltstiftung entgegenbringt. Ich weiß, dass ich eingeladen wurde, nicht mit dem Hintergedanken, dass es vielleicht weitere Fördermittel geben könnte. Zumindest gehe ich davon aus. In der Szene ist ja bekannt, dass uns Weihenstephan nicht nur lieb, sondern auch teuer ist. Ich werde auch immer wieder gefragt, warum, aber wer meine Geschichte kennt, weiß natürlich, dass Weihenstephan mir näher ist als Frau Giesecke, Sie werden es mir nachsehen, Berlin oder Hannover oder Dresden, obwohl ich ja jetzt auch in Berlin bin. Ja, vielleicht kommen wir ja auch mal in Kontakt, aber ich sage Ihnen eins, Weihenstephan hat einen Wettbewerbsvorteil, das wird schwer, den aufzuholen. Also nochmal ganz herzlichen Dank für die Wertschätzung. Ich persönlich bin immer ein bisschen sag mal, berührt oder beschämt, wenn so über die Stiftungen geredet wird, mein Name genannt wird, weil das immer impliziert ist, wäre mein Geld, was hier zur Verfügung stellt. Ist es aber gar nicht. Das sind Mittel, die wir aus unseren Erträgen erwirtschaften, die ich vergeben darf. Aber bitte, das ist nicht mein Geld. Ich wäre froh, wenn ich so viel Geld hätte. Wir haben ein Grundstückkapital von 50 Millionen Euro und die Zinsen, die wir daraus erzielen, das Grundstückkapital ist immer und uneingeschränkt zu erhalten und die Zinsen, die wir daraus erwirtschaften, sind die Mittel, die wir zur Verfügung haben. Seitdem ich in der Stiftung bin, sind das rund 68 Millionen Euro gewesen, die wir ausgegeben haben, für die wir aber Projekte in der Summe von 590 Millionen Euro realisiert haben, weil wir Komplementärfinanzierung halt einwerben konnten. Und Sie werden sich denken, oh, der arme Kerl, ja, 0,0% Zinsen, was macht der denn jetzt? Ja. Ich habe damals intensive Diskussionen, Herr Professor Haber kann das noch bestätigen, er war lange mein Kuratoriumsvorsitzender, also Aufsichtsratsvorsitzender. Ich habe damals in langen Diskussionen mit unseren Investmentbankern darüber diskutiert, als es darum ging, in den wilden 90er Jahren oder Beginn der 2000er Jahre 7, 8, 9% Zinsen kann man kriegen. Habe ich gesagt, will ich nicht. Aber ich möchte langfristig bis 2020, 2022, 2024 einen kalkulierbaren Etat haben. Und wir haben unser Stiftungskapital, diese 15 Millionen, damals angelegt
für eine Zahl, wo vorne eine 4 steht und hinten steht die kleinste Zahl unter der 5. Jetzt haben wir 0,0% Zinsseiten, wir kriegen aber 4,9% Erträge. Also Nachhaltigkeit Investmentbankern beizubringen, ist eine ganz spannende These. Und ich sage Ihnen, es hat 6 Jahre gedauert, wo ich mich übelst habe beschimpfen lassen, bis ich jetzt bei denen stehe und sage, wir sind die Könige. Ja? Die Langfristigkeit, die da drin steckt, die ich in meinem Studiengang gelernt habe, die kommt mir heute da sehr zugute. Sie werden wahrscheinlich dieses Schreiben von Udo Weilacher nicht bekommen haben, was er an die Referenten geschickt hat. Seien Sie mutig, werfen Sie einen Blick in die Zukunft, nämlich das Jahr 2056. Wie stellen sich aus Ihrer fachlichen Sicht die Welt in 40 Jahren vor und so weiter und so fort. Ups, dachte ich, da lädt er mich ein. Ja? Ein durchschnittlich intelligenten Pragmatiker. Und Herr Schöbel-Rutschmann, Sie haben eben von dem Bad-Professor und dem Good-Professor geredet. Es gibt noch eine dritte Kategorie, das ist der Non-Professor, zu denen gehöre ich. Deswegen, wenn irgendjemand von Ihnen jetzt aufgrund dieser Tatsache sein Wochenende beginnen möchte, habe ich nichts dagegen, wenn Sie gehen. Ja? Ich bin Pragmatiker und es wird das ein oder andere jetzt hier kommen, was ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, was Sie vielleicht nicht sehr bereichern wird. Aber entscheiden Sie das zum Schluss. Udo Weilacher hat aber auch mitgeschickt 10 Gebote für das 21. Jahrhundert von Zukunftsforscher Horst Opaschowski. Und an denen sollten wir uns orientieren, um mutig zu sein. Dann habe ich die gelesen, dachte ich mir, da halte ich mit. Weil wenn mir einer erzählt, für das 21. Jahrhundert in der Schule für das ganze Leben lernen, ja, Arbeit neu definieren, Leistung als Lebenssinn erkennen, da halte ich mit. Das hat er uns geschickt. Da dachte ich, ach, da komme ich doch mal her, da fällt mir was ein. Ja? Und was mir aber auch aufgefallen ist, er schickt 10 Thesen für das 21. Jahrhundert und schauen Sie mal, Umwelt, Natur und Landschaft kommen nicht in einer einzigen Stelle dieser Thesen vor. Die haben gar nichts mit uns zu tun. Und dennoch sollen wir mutig sein. Da habe ich mir gedacht, was ist mit ihm los? Es gibt ja genügend Thesen aus unserem Metier, die wir hier andenken können. Aber wenn nur in der dritten Szene mittelbar sowas wie Umwelt und Natur und Landschaft, nämlich die materialistische Lebenshaltung überdenken drin ist, denke ich, also wenn das die Zukunftsforscher uns für unser weiteres Dasein vorgeben, da können wir doch mithalten. Und ich möchte in dem Kontext nochmal Bezug nehmen zu dem Vortrag von Frau Professor Giesecke. Sie können sich vorstellen, mittelbar für eine Firma zu arbeiten, die 160.000 Mitarbeiter hat und eine dreistellige Millionenzahl an Kunden, können sich vorstellen, was das Thema Digitalisierung bedeutet. Das kriegt nochmal eine ganz andere Dimension. Und wenn das auf der allerersten Stelle der Core-Issues steht, ja, da ist richtig was geboten. Also von daher habe ich jetzt auch unmittelbar damit Erfahrung. Ne? Und ich bin der Meinung, das, was Sie gesagt haben, diese Big-Data-Sache, die Sie angesprochen haben, ist genau das, was wir unbedingt in den Augen haben wollen, müssen, ja? um auch weiterzukommen. Aber wir haben eben gehört, vielleicht dauert das 10, vielleicht 20, vielleicht 80 Jahre, ja, bis das kommt. Also Sie haben das an dem Beispiel des selbstfahrenden Autos gemacht. Ja? Wenn ich sehe, wie diese Big-Data-Kiste läuft, weiß ich nicht, ob alles so kommen wird, wie es kommt. Ich möchte deswegen 3 ganz kleine, pragmatische Beispiele bringen, die Ihrem illuminierten Wasserhäuserl entsprechen. Ja? Und möchte eigentlich dafür plädieren, dass wir diese Szenerie und diese Ebene nicht aus den Augen verlieren. Weil nur wenn wir da dranbleiben, und das werde ich zum Schluss nochmal versuchen zu belegen, haben wir überhaupt das ein Recht und eine Argumentation, Landschaft zu ändern und Landschaft zu verändern. Und ich möchte dazu, um das auch so ein bisschen herleiten, auch nochmal kurz zurückschauen, so wie es Anselm Görres gemacht hat, die Landschaft, wie können wir sie denn versuchen, ganz, ganz hoch aggregiert zu klassifizieren. Ende des 15. Jahrhunderts
erste künstlerische Erfassung der Landschaft. Denken Sie an Dürer. Die ästhetische Landschaftserfassung des 17. Jahr, 18. Jahrhunderts, also die parkartige englische Schafleidewandschaft, war damals das Modell. Im 19. Jahrhundert die umfassende Landschaftsverschönerung, die von Rousseau geprägten Parklandschaften als soziale, ökonomische Verbesserung der Landbevölkerung eingeschlossen hat. Ende des 19. Jahrhunderts die Sorge der Stadtbewohner um die ländliche Umwelt. Und wenn wir ins 20. Jahrhundert schauen, also die Landschaft, der ländliche Raum, Aktionsfeld des Natur- und Umweltschutzes. Vielleicht kann man so ganz grob im Eilverfahren, ich habe gesagt, ich fasse mich kurz als letzter Referent, versuchen, das so zu klassifizieren, wie das bisher war. Und wenn wir jetzt in die nächste Ebene gehen und schauen mal zurück, die Schwerpunkte der Landschaftsentwicklung, wir hatten es eben ja auch in Ihrem Vortrag, Herr Professor Radkau, in den 80er Jahren waren vielleicht die Klammer auf, Atomklammer zu, die Energiepolitik, das beherrschende Thema. Und Sie haben es ja dann ausführlich dargestellt, in den 90er Jahren das Waldsterben, das Thema Waldsterben. Ich sage Ihnen, ich war im Lehrstuhl von Professor Haber, es waren göttliche Zeiten. Wir haben, ohne dass wir das Ergebnis eines Forschungsvorhabens in den Antrag schreiben mussten, haben wir Fördermittel ohne Ende bekommen. Weil Hauptsache, wir klären das Waldsterben auf. Ja? Ein Riesenunterschied zu heute. Ja? Hauptsache, wir klären das Waldsterben auf. Wissen Sie noch, was das Waldsterben ist oder was das war? Wissen Sie es noch? Da gab es Thesen, dass Öl aus den Motorsägen ja, bedingtes Waldsterben. Jeder konnte eine noch so verrückte These aufstellen, bekam dafür Geld, das zu untersuchen. Und das Spannende ist, wenn wir uns heute die Vitalität der Wälder anschauen, ist die Waldschadenstufe eigentlich wesentlich unverändert wie 1990. Aber 1990 hat man gesagt, im Jahr 2000 gibt es keinen grünen Baum mehr und da gab es dann einen Haufen Forschungsmittel, nur es redet keiner mehr davon. Ja? Vielleicht auch, weil die Medien das Thema des Waldsterbens durch den Ort getrieben haben. Es ist weg. Ja? Die 2000er Jahre gingen dann los mit dem Thema des Klimawandels und seit den 2010er Jahren, also im Prinzip seit Fukushima, reden wir jetzt über regenerative Energieerzeugung und über den Ausstieg aus der Kernenergie. Und wenn wir dann mal schauen, Udo Weilacher hat es in seinem Vortrag gesagt, wie rasend schnell diese Entwicklung ist, auch thematisch, ja, wie das da durchrattert. Da wird immer erwartet, dass man auf alles sofort reagieren kann. Was kommt in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren, ist schon sehr ambitioniert zu erwarten, dass man hier, sagen wir mal, ein Bild projiziert, wie es sein könnte, es muss Kaffeesatzleserei bleiben. Wenn man mal schaut, Professor Haber hat in einer Publikation unserer Stiftung, ist jetzt leider von der Qualität her ein bisschen schlecht, ein Bild gebracht, das in der Kunsthalle von Emden hängt und die norddeutsche Kulturlandschaft zeigt. Dieses Bild wurde genau die gleiche Situation, 40 Jahre später. Und Professor Haber hat es vor 10 Jahren gebracht. Ich will nur mal visualisieren, wie schnell das geht. Glauben Sie, wenn man dem Künstler gesagt hätte, in 40 Jahren sieht das, was du hier jetzt abgebildet hast, so aus, der hätte nicht uns sofort in eine weiße Jacke gesteckt? Das sind aber ganz kurze Zeiträume, in denen das passiert. Das ist genau die gleiche Situation, 40 Jahre später. Also von daher ist das extrem schwierig, finde ich, zu prognostizieren, was kommt und wie das kommen wird, ja, was du von mir als Pragmatiker ja irgendwo erwartet hast. Tu mich da schwer. Udo Weilacher hat auch in dem Vorwort zu Internodium 60 Jahre, 60 Pläne, hat er geschrieben, das jeweils vorherrschende Weltbild lässt in den 60 ausgewählten Plänen vordringlich an den bearbeiteten Themenstellen ablesen, an einer zunehmend internationalen Ausrichtung, aber auch an den Analyse-, Planungs- und Entwurfsmethoden sowie den aufgezeichneten Lösungsansätzen im wachsenden Spannungsfeld zwischen den ökologischen, ökonomischen und sozialen Ansprüchen unserer Gesellschaft. Ich finde diese Broschüre sensationell gut.
die ist richtig klasse geworden. Ich habe das auch euch geschrieben und allen Dank an die Mitarbeiter, ja, dass das sowas hinbekommen ist. Aber ich habe sie mir aufgrund deines Vorwortes auch nochmal sehr genau angeschaut. Vollkommen einverstanden. Internationaler sind wir geworden. Die Analyse-, Planungs-, Entwurfsmethoden und die daraus resultierenden Lösungsansätze haben sich dramatisch verändert. Ich habe noch mit Rapidograf gemalt, ja, und habe die Krise gekriegt, wenn ein Tintenklecks auf mein Papier war, ja, und dann mit der Rasierklinge haben wir das weggemacht. Ich weiß gar nicht, ob Sie das noch vorstellen können, jetzt hier die jüngeren Semester. Es gab sowas wie Schablonen, ja, damit haben wir geschrieben, ja. Also, wie stolz war ich, als ich meine Diplomarbeit in einem Textsystem von Macintosh geschrieben habe. Und das kam tatsächlich auch gedruckt raus. Also hat sich Wahnsinniges getan. Und dann im Spannungsfeld zwischen den ökologischen, ökonomischen und sozialen Ansprüchen unserer Gesellschaft. Einspruch. Hier kommt Einspruch. Weil wenn man sich die Pläne genau anschaut, stimmt aus meiner subjektiven Sicht genau das nicht. Es stimmt, was die ökologischen Ansprüche betrifft. Aber es stimmt nicht, was die ökonomischen und sozialen Ansprüche unserer Gesellschaft betrifft. Das genau kommt aus den Plänen nicht heraus, die man ausgesucht hat. Und ich habe es mir zweimal angeschaut, ich habe mir dreimal angeschaut und dachte, stimmt, in den ökologischen Ansprüchen hat sich wirklich viel getan und viel verändert. Aber die ökonomischen und sozialen Ansprüche, die schreiben wir mal so lässig locker nebenher. Aber da hat sich fast nichts getan, dass man das visualisiert erkennen könnte. War auch so ein bisschen die Message von Anselm Görres heute Morgen, ja, dass wir da anders denken müssen. Mich hat das jetzt nicht verwundert. Ja. Ich habe bei meinem hochverehrten Lehrer, Professor Haber, gelernt, dass die Landschaft nach Umweltfunktionen analysiert und bewertet wird, nämlich nach der Produktionsfunktion, der Trägerfunktion, der Regelungsfunktion, der Informationsfunktion. Und ich kann viele von Ihnen wiedererkennen, wo ich weiß, dass Sie das in der Prüfung bei ihm nicht wussten, obwohl er das immer gefragt hat. Was ist eine Regelungsfunktion? Ja? Immer. Ich habe, glaube ich, 200 Protokolle von Prüfungen bei Ihnen geschrieben. Das war immer dabei. So haben wir gelernt, Landschaft zu verstehen. Da ist aus meiner Sicht das Soziale und Ökonomische nicht zwingend zu erkennen. Es ist rein naturwissenschaftlich-ökologisch analysiert. Ja, so habe ich das gelernt. Ja. Ich weiß, dass Sie in Ihren Schriften heute das zum Teil ja auch anders darstellen. Und ich bin manchmal ganz verunsichert, was ich gelernt habe und was heute gilt. Aber in den Plänen kommt, glaube ich, genau das zum Ausdruck. Kann ja auch nicht anders sein. Als ich studiert habe, muss es ja so gewesen, habe ja nichts anderes gelernt. Das heißt für mich, Landschaft wird neu entdeckt werden. Ich bin aber auch der tiefen Überzeugung, dass die Berechtigung für uns und unser Tun stärker in den sozialen Bereich abrutschen wird. Wir brauchen, das kam eben auch, komplett andere Verbündete. Die kommen nicht nur aus dem Umweltministerium. Die kommen nicht nur von den Verbänden. Die kommen aus ganz anderen Bereichen. Ich wage die These aufzustellen, dass wenn Landschaft zum Vehikel wird, um gesellschaftspolitische Fragen zu beantworten, dass sich dann Landschaft verändern wird. Und das ist ein komplett anderer Ansatz als das, was ich noch gelernt habe. Und lassen Sie mich, jetzt komme ich zu den Beispielen. Jetzt wird es ganz brav. Jetzt komme ich nämlich zu dem illuminierten Wasserhäuser, wie sowas gehen kann. Aber ich denke, nur wenn man das mal beispielhaft durchgespielt hat, sieht man das gigantische Potenzial, das da drin steckt, wenn wir uns stärker diese soziale Komponente erschließen. Lassen Sie mich also drei, ich will nicht sagen Best Practice, das steht mir nicht zu, aber lassen Sie mich drei Good Practice Beispiele bringen, wo ich das versuche zu erläutern, was damit gemacht ist. Also wie kann Natur und Landschaft genutzt werden, um gesellschaftspolitische Fragen zu beantworten? Wir saßen einmal in einer fachlichen Runde im Zentrum für Umwelt und Kultur in Bendigbeuern zusammen und die Kollegen aus Bendigbeuern erzählten uns, dass sie bei der Wiederherstellung der Moore in den Leusach-Kochelsee-Moore große Probleme haben, weil nämlich aus dem bayerischen KULAP, also Kulturlandschaftsprogramm, die entsprechenden Fördermittel gestrichen wurden und dass nun die Flächen, die renaturiert wurden oder die rückgebaut wurden, dass die wieder in Sukzession gehen werden, weil sie keine Möglichkeiten haben, diese Flächen zu erhalten.
Damit war das Thema im Prinzip durch. Ich habe dann angesprochen, habe gesagt, lasst uns mal anders denken. Was können wir tun, um ohne dieses Förderprogramm diese Flächen zu erhalten? Und wir haben ein Projekt konzipiert, das wir dort durchführen. Das heißt Draußen stark. Und Draußen stark bietet Jugendlichen Erststraftätern an, statt in den Knast zu gehen, unter sozialpädagogischer Betreuung in Natur und Landschaft zu arbeiten und da ihre Strafe abzuarbeiten. Wir haben dieses Programm gestartet mit den Jugendgerichten und, jetzt komme ich zu den anderen Partnern, mit dem Bayerischen Justizministerium und dem Bayerischen Innenministerium. Und die waren total angetan. Und ich weiß nicht, ob Sie am Mittwoch dieser Woche in der Süddeutschen Zeitung den Kommentar gelesen haben, da stand drin, dass wir gerade für Jugendliche andere Formen der Resozialisierung brauchen, als sie in den Knast zu stecken, weil sie im Knast nämlich alle Dummheiten dieser Welt lernen. Und wir müssen uns endlich mal etwas anderes überlegen. Wir haben 12 Jugendliche in dem Projekt Hoffnungsstark ist nun das konkrete Projekt, das Programm heißt Draußenstark, haben wir 12 Jugendliche, also eigentlich waren es 16 Jugendliche, die von dem Richter das angeboten bekommen haben. 2 haben gleich gesagt, wie ich soll arbeiten. Ich gehe in den Knast, ja, ich konnte nichts tun. 2 weitere mussten wir aus dem Programm rausnehmen, weil die extrem drogenabhängig waren, die mussten erst einen Entzug machen. Und dann hatten wir 12 Jugendliche. Und mit den 12 Jugendlichen sind wir erstmal zusammen auf eine Berghütte gegangen, eine Woche lang. Und dann hat sich bei 12 Alpha-Tieren erstmal die Hierarchie eingeruckelt. Ja, können Sie sich vorstellen, was da los ist. Und dann haben wir denen erklärt, was wir mit denen machen wollen und warum das sinnvoll ist, Moore, die entwässert wurden, wieder zu renaturieren, warum das sinnvoll ist, was die Biodiversität betrifft, warum das sinnvoll ist, was die Grundwasserneubildungsrate betrifft, warum das sinnvoll ist, was den Klimaschutz betrifft und so weiter und so fort. Und die waren total angetan. Dann sind die rausgegangen und dann mussten die draußen arbeiten, dann mussten die da Bäume fällen. Aber nicht mit einer Motorsäge, weg, ja, sondern Sie kennen diese langen Sägen mit den 2 Griffen, wo Sie überhaupt nur einen Baum fällen, wenn Sie das im Team machen. Einer muss das Sägeblatt führen, die anderen müssen sägen. Und dann war die Message, und dann mussten die auch, nachdem die Bäume gefällt hatten, mussten die zu einem weit entfernten Wagen tragen. Auch das schaffen sie nur im Team. Und die Message war, das, was du im Team schaffst, das schaffst du auch alleine. Und die haben dann diese Bäume genommen und sind in eine Zimmerei gefahren, haben aus diesen Bäumen Brettern gemacht. Und vielleicht ein ganz kleiner Exkurs, welche wertvolle Menschen das sind und wie hoch die soziale Kompetenz ist. Einer dieser Zimmerleute verletzte sich bei den Arbeiten und musste ins Krankenhaus. Und dann fragten unsere Strafis, dürfen 2 von uns jeden Tag ins Krankenhaus fahren und den besuchen, damit er wieder schnell gesund wird? Die haben die von sich aus gefragt. Und wir haben dann zu denen gesagt, das könnt ihr machen, ihr könnt da hinfahren. Wenn einer von euch nicht mehr wiederkommt, ist das ganze Programm für alle gestorben. Und die kamen alle wieder. Ja? Und derjenige, der im Krankenhaus lag, hat sich unheimlich auch geehrt gefühlt. Und hohe soziale Kompetenz ist vorhanden. Das muss nur geweckt werden. Und das wecken wir über Natur und Landschaft. Nicht im Knast, draußen. In dem Bereich, den man uns anvertraut hat, machen wir das. Und diese Bretter haben die dann genommen und sind rausgegangen und haben draußen dann Gräben aufgestaut oder haben Stege gebaut, um hier das Holz auch zu verwenden. So, wir haben das Projekt jetzt im 4. Jahr laufen. Wir haben das erste Jahr evaluiert. Im ersten Jahr haben wir von 12 Strafgefangenen, die wir dort beschäftigt haben, haben wir im ersten Jahr 10, die nicht wieder rückfällig geworden sind. Und um 2 muss man sich wirklich Sorgen machen, weil die sind wieder rückfällig geworden. Wenn Sie das aber vergleichen mit Zahlen derjenigen, die im Gefängnis waren, haben Sie einen umgekehrten Wert. Da haben Sie 10, die rückfällig werden und 2, die nicht rückfällig werden. Das ist das, was ich meine. Wir müssen Natur und Landschaft stärker positionieren über die soziale Komponente, um auch zu zeigen, wir sind diejenigen, die auf allen Ebenen Nachhaltigkeit operationalisieren. Wir sind das, niemand anders. Und ich wundere mich etwas, dass die Verbände, egal wo man hinkommt, dieses ganze Thema nicht auf der Agenda haben. Genauso wie das Thema
wie das Thema, was uns jetzt alle überrollt hat, mit den Geflüchteten. Auch hier gibt es eine Möglichkeit, über sinnhafte Arbeit Geflüchtete in Natur und Landschaft einzubinden und hier in unsere Gesellschaft zu integrieren. Ja, das können wir doch machen. Aber da kommt relativ wenig. Wir haben mit der Fachhochschule in Eberswalde ein Projekt Lernort Natur konzipiert, wo wir Geflüchtete mit langzeitarbeitslosen deutschen Jugendlichen zusammen mit der Industrie- und Handelskammer, jetzt kommen wieder die Partner, Industrie- und Handelskammer, den Arbeitsagenturen, ja, und dem Sozialministerium auch wieder im Wald haben arbeiten lassen, in der gesamten Wertschöpfungskette des Waldes. Also die haben gepflanzt, die haben Waldpflegearbeiten gemacht, die haben in der Zimmerei gearbeitet und die haben in der Schreinerei das Holz weiterverarbeitet. Das Projekt ist zum Teil gelungen, zum Teil ist es nicht gelungen. Wir mussten aus dem Programm die deutschen Langzeitarbeitslosen sehr schnell rausnehmen, weil die nicht arbeiten wollten, weil die Kapo sein wollten, weil die den Geflüchteten zeigen wollten, was deutsche Chefsein ist, weil die den sozialen Druck nicht ausgehalten haben, wo andere gesagt haben, wie, du gehst jeden Morgen arbeiten, bist du verrückt, du kriegst doch Hartz IV, ob du arbeiten gehst oder nicht. Wir haben das Projekt dann umgestaltet und haben das nur in dem Fall, um diese ganzen Probleme, die bei den Geflüchteten dabei sind, unter Kontrolle zu halten, für geflüchtete Eritreer gemacht. Und ich habe noch nie Menschen gesehen, die so hart gearbeitet haben wie diese Eritreer. Und ich habe auch noch nie so viel gelernt in diesem Projekt wie in der Arbeit mit diesen Eritreer, die noch nie in ihrem Leben mit einem Freischneider gearbeitet haben. Das ist ein Höllengerät für die. Da müssen sie die langsam ranführen. Ja, das muss man aber auch erst lernen. Man muss auch lernen, dass wenn die hier ihr Ramadan haben, dass man dann die nicht mit körperlicher Arbeit belasten kann, wenn die den ganzen Tag nichts essen und trinken. Und nach dem Ramadan kommen die zwei Tage nicht, weil da haben sie ihr Zuckerfest. Ja? Wissen wir alles. Und dennoch wissen wir es nicht, weil wir es nicht anwenden. Also man gewinnt da auch sehr viele Erfahrungen. Und was wir vor allen Dingen gemacht haben, das halte ich für ganz wichtig, wir haben diese Kurse unterlegt mit dem Wichtigsten, was für die Integration notwendig ist, Sprache, 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 Sprache. Mit dem Ulmer Verlag wurde ein Buch entwickelt, wo die Geräte, die wir im Garten- und Landschaftsbau brauchen, wo diese Geräte abgebildet sind und daneben in Lautschrift stehen und daneben ist eine App und alle diese Geflüchteten, oder ein QR-Code, und alle diese Geflüchteten haben Handy und wenn man das anmacht, kriegt man das in deren Sprache gesagt, in unserer Sprache gesagt und erklärt, was das ist. Und das Spannende ist, in unserem Projekt haben wir 5 Analphabeten. 5 Analphabeten, können nicht lesen, nicht schreiben. Die sprachen nach 4 Monaten nahezu fehlerfrei Deutsch. Wir haben 5 Akademiker, die kriegen überhaupt nichts gebacken, weil die Analphabeten lernen nämlich visuell und hören und die Akademiker mit dem Kopf. War mir auch noch nicht so klar. Das heißt, naja, sie lachen, aber im Ergebnis haben wir diese 5 Analphabeten in Stellen überführen können, weil die Deutsch konnten und unsere Akademiker arbeiten immer noch im Wald, ja, und lernen. Ich finde das nicht schlimm, aber will nur sagen, dass man da viele überraschende Dinge lernt und natürlich kommt man mit denen auch zusammen und grillt mal und setzt sich mit denen zusammen, arbeitet nicht nur. Und hier nochmal, wenn ich jetzt für mich nur mal in Erinnerung rufe, den Unterschied, als ich das allererste Mal mit den Geflüchteten zusammen war, wo die kein Wort sprachen, wo die richtig sich abgewendet haben und wie offen und freudig die nach einer Zeit waren, wo die Vertrauen gefunden hatten, wo die bei uns integriert wurden, dann ist da ein Riesenunterschied. Und auch hier ist das Betätigungsfeld der Integration für Geflüchtete Natur und Landschaft. Nur wir bieten es nicht an. Wir diskutieren sauber mit über die Integration, wie schwierig das alles ist. Wir sind für den Raum zuständig, wo man das umsetzen kann. Und wir sollten es nur tun. Das Ganze mit einem dritten Beispiel gemacht, das haben wir in Malchow bei Berlin. Da gibt es eine unheimlich rührige Naturschutzstation, die auch permanent bei uns auf der Bühne stehen, sagen, wir brauchen Mittel, 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 weil wir nicht weiterkommen und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, können wir machen. Aber wir wollen eine Gegenleistung dafür haben.
Wir wollen eine Gegenleistung dafür haben, dass ihr bei den ganzen Problemen, die ihr habt, jetzt nicht nur Geld beantragt, um diese Probleme dann lösen zu lassen, sondern dass ihr Geld beantragt, um diese Probleme selbst zu lösen. Und auch hier haben wir dann etliche der Geflüchteten eingebaut. Was man dann auch immer wieder lernt, ist, die staatlichen Vorgaben, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen, sind sensationell. Sensationell. Also Deutschkenntnisse mindestens Stufe A1 oder Englisch. Ja, was weiß ich, was Deutsch A1 ist? Ja. Keine Ahnung. Ne? Interesse an einer Qualifizierung. Freude am praktischen Arbeiten. Also wie auch immer, wir mussten da einen Haufen Formalitas hinkriegen. Und die Frau Merkel hat mal gesagt, bei der Integration müssen wir auch mal eine 5 Grad sein lassen und dürfen nicht so bürokratisch vorgehen, wie wir allgemein vorgehen. Weit davon entfernt, wenn man das konkret dann macht. Weit. Ja. Und ich weiß, wovon ich rede. Aber wir haben das dann hier auch geschafft, haben hier auch wieder Geflüchtete eingebunden, die so manchmal ganz triviale Arbeiten machen, wie dass die Obstbäume, dass die Stämme gekalkt werden. Ja, oder hier bei der Wiederherstellung eines Sees, eines Gewässers, das nie im Leben zustande gekommen ist, oder wo hier diese Amphibienzäune aufgestellt werden, wo die mitarbeiten. Es gibt so unheimlich viele Dinge, die wir anbieten können, wo wir diese in unsere Arbeit, in unsere Gedanken und in unsere Wertebene integrieren können. Und auch hier gleiche Erfahrungen, wie wir bei dem anderen Projekt gemacht haben. Sprache, 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 Sprache. Und wenn ich jetzt hier sehe, dass hier einer von denen dabei sitzt, der unbedingt in der Altenhilfe aktiv sein will, weil er sagt, er sieht das, wie das bei uns ist, bei Ihnen zu Hause, in alle Alten zu Hause, er will unbedingt in der Altenhilfe aktiv sein, kommt dahin, um das zu erreichen, weil er bei uns in Natur und Landschaft gearbeitet hat. Das ist doch sensationell. Ja, ist doch sensationell, welchen gesellschaftlichen Auftrag wir damit erfüllen, was wir da alles an Angebot haben. Und natürlich wird auf sowas dann auch die Politik aufmerksam, obwohl der Berliner Umweltsenat das Projekt mit keinem einzigen Euro unterstützt hat, sondern der Sozialsenat war es, der Umweltsenator dann, der kam und gesagt hat, ist ja ein Umweltprojekt, was wir alles so machen und wir stehen ja piekfein da und wir wissen ja, dass Berlin vor kurzem gewählt haben, dann sind so Termine natürlich schon auch ganz interessant. Ja. Aber unsere Projektpartner sind nicht der Umweltsenat. Der hat gesagt, habe ich kein Geld für. Sozialsenatorin ist Projektpartner und auch der Senator fürs Innere, die bei diesem Projekt mitmachen. Und ich bin ganz erstaunt, welche Ergebnisse wir da erzielen. Und ich bin auch ganz erstaunt darüber, was wir hier in diesem Bereich der Integration oder der Bearbeitung einer gesellschaftspolitischen Frage, die über Nacht über uns gekommen ist, die fiel ja wirklich vom Himmel, ja, wie wir darauf welches Potenzial wir da anbieten können. Und da unterscheidet sich vielleicht Udo eine Stiftung von der Universität, weil wir können ganz schnell, ganz flexibel auf sowas reagieren, ja, ganz schnell und da aktiv sein und über kleine, liebe, brave Best-Practice-Beispiele dafür werben, macht doch das nach, übernehmt das doch, ja, und sie motivieren, in der Richtung stärker nachzudenken. Sprich, meine These, Landschaft wird neu entdeckt werden, aber ich stelle das auch als These in dem Raum, ob die Phasen der unmittelbaren Landschaftsgestaltung entweder eventuell durch eine mittelbare Landschaftsgestaltung ergänzt wird. Darüber sollten wir mal diskutieren, ob wir nicht ein Potenzial haben, wo das, was wir machen und das, was wir noch nicht machen, über die Einbeziehung von sozialen Aspekten stärker voranbringen können, sodass soziale, therapeutische, persönlichkeits- und bildungsorientierte Aspekte eventuell die Grundlage sind, um Landschaft neu zu entdecken. Und das ist eine spannende Aufgabe. Und jetzt beginnt das iterative System. Das würde ich nämlich gerne an euch an der Uni zurückgeben und sagen, lasst uns darüber mal nachdenken, ja? Ob das nicht eine Zukunft ist, wie sich Landschaft neu entwickelt mit einer Berechtigung, dass wir Landschaft neu entwickeln, weil wir gesellschaftspolitische Fragen in den Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen. Ich danke Ihnen.